Airlink. Mit diesem Gerät könnt ihr eure Kopfhörer mit eurem Handy benutzen, ohne sie direkt damit zu verbinden. Airlink verbindet sich über Bluetooth mit jedem Audiogerät und überträgt die Musik vollkommen drahtlos. Mit dem Gerätekontrollsystem könnt ihr Musik abspielen, die Lautstärke anpassen, Anrufe beantworten, den persönlichen Assistenten kontrollieren und sogar Bilder machen. Eine Aufladung reicht für 32 Stunden durchgehende Arbeit und das Gerät ist mit Android- und iOS-Smartphones kompatibel. Das Gadget wiegt nur 20 Gramm und kann in einer Distanz von bis zu 30 Meter von der Musikquelle genutzt werden. Holt es euch jetzt für nur $45. Micro. Laut den Entwicklern ist der Steckdosenadapter mit Steckdosen in mehr als 150 Ländern kompatibel. Micro wiegt 40 Gramm und misst 5,8 x 3 x 1,7 cm und passt so problemlos in eure Tasche. Die Anschlüsse und zusätzlichen Elemente können mit nur wenigen Bewegungen bewegt und gesichert werden, während der spezielle Schutz sicherstellt, dass das Gerät nicht überlädt. Der Universaladapter kostet $23. Aura. Diese Hörgeräte bestehen aus Graphen, einem Material, das 200 mal widerstandsfähiger als Stahl und 1000 mal leichter als Papier ist. Mit der Nanotechnologie haben die Entwickler versucht, die spektakulärsten Möglichkeiten sicherzustellen, wenn es darum geht, sich Musik anzuhören. Das Material verbessert nicht nur die Klangqualität, sondern verlängert auch den Lebenszyklus des Gadgets, indem es dafür sorgt, dass es solider und widerstandsfähiger ist. Die spezielle Konstruktion bietet eine Schallisolierung und einen komfortablen Gebrauch, und das selbst über mehrere Stunden. Die Kopfhörer sind für $329 zu haben. The Public Radio. Dieses kleine Radio, das auf die Lieblingsstation des Benutzers eingestellt wird, erinnert an einen Metalldeckel. Das Gerät hat eine Antenne, einen Lautstärke- und Power-Button und einen kleinen Lautsprecher. Public Radio arbeitet mit zwei AA-Batterien, die je nach Lautstärke für mehr als 30 Stunden Musik sorgen. Momentan hängen die Lautstärke und die akustische Tiefe von der Größe des Glases ab, auf dem der Deckel angebracht wird. Je größer das Glas, desto leiser der Sound. Das Gerät ist einfach zu bedienen und ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Kaufen könnt ihr es für $40. Zunion. Dieses Gerät wurde in Südkorea entwickelt und kann die Luft in Innenräumen, bei euch zu Hause, im Büro oder im Auto reinigen und funktioniert auch ohne mit einer Stromquelle verbunden zu sein. Der Luftreiniger ist sehr kompakt, zerstört schädliche Mikroben in der Luft, sterilisiert die Umgebung und eliminiert die Quellen für Allergien und von Gerüchen wie Tabak. All das dank einem Doppelfiltersystem. Das Gerät kann eine Fläche von 270 Quadratmetern abdecken und hat drei Modi, inklusive einem Nachtmodus. Zunion ist in mehreren Modellen und Farben erhältlich und kostet $43. Geysir.
Dieses kleine Gerät lässt euch eure Räume kühlen, ohne eure Gesundheit zu schädigen und zu hohe Stromkosten zu verursachen. Das Gerät besteht aus Holz, einem sehr effektiven Wärmedämmstoff, und hat zwei hölzerne Schalen mit einem Ornamentrahmen aus Metall dazwischen. Das Gerät ähnelt einer Holztruhe und funktioniert dank einem Kühlelement und einem effektiven Ventilator. Geysir ist in 5 Farben erhältlich. Das Grundmodell kostet $145 und je nach Modell steigt der Preis. Joule. Dieses Armband funktioniert ähnlich wie ein Nikotinpatch. Es ist aber für Koffein-Junkies gedacht. Die notwendige Koffeinmenge wird über die Haut aufgenommen. There's no coffee. Und eliminiert die Notwendigkeit, täglich Kaffee oder Energydrinks zu trinken. Darüber hinaus beseitigt das Armband die Nebenwirkungen der Koffeinsucht, nämlich die Reizungen und die negative Auswirkung auf den Körper, zum Beispiel in Form von Zahnproblemen. Laut den Entwicklern ist die Erfindung vollkommen sicher und ermöglicht den Benutzern immer und überall sicherzustellen, dass sie eine ausreichende Menge der Substanz aufnehmen. Das Armband kann für nur $40 gekauft werden. AvaByte. Dies ist ein intelligenter Garten, in dem ihr mit den modernsten Technologien alle möglichen Pflanzen, Gemüse und Pilze anbauen könnt. Dank einer speziellen Lampe hängt der Anbau nicht mehr von der Saison ab. Unser Self-Service-System sorgt dafür, dass der Prozess einfach und sauber ist. Die Pflanzen wachsen in 5 Tabletten, die speziell entwickelt wurden, um ein 3-mal schnelleres Wachstum zu garantieren. Das Gerät wird über Sensoren oder das Smartphone gesteuert und ist für $200 erhältlich. Pilot's Wheel 2.0. Dieser universelle Trainingssimulator wurde entwickelt, um zu Hause zu trainieren und alle Muskeln in eurem Körper zu stärken. Das Gerät hat 2 am Rahmen befestigte Räder und elastische Bänder. Pilot's Wheel 2.0 ermöglicht euch, jedes Fitnessgerät zu ersetzen und ist dabei nicht nur billiger, sondern auch einfacher zu verwenden. Dank dem minimalen Gewicht und dem Umstand, dass das Gerät geschlossen, problemlos in einen Rucksack oder eine Tasche passt, kann es wirklich überall hin mitgenommen werden. Der Arbeitsbereich, der zur Verwendung des Pilot Wheels 2.0 nötig ist, ist 2,4 Quadratmeter. Die transportierbare Maschine kann für $230 gekauft werden. Millo. Dieser Mixer ist 23 cm hoch und 9,5 cm breit und hat eine Kapazität von 0,7 Litern. Millo wurde speziell entwickelt, um möglichst wenig Geräusche zu machen, während der Mixer gleichzeitig auf höchster Stufe arbeitet und sehr produktiv ist. Millo hat ein minimalistisches Design und eine einfache Schnittstelle, die nicht nur komfortabel, sondern auch funktional ist. Dank dem luftdichten Deckel verderben die Lebensmittel darin 5-mal langsamer. Der Mixer kann in nur wenigen Minuten gereinigt werden. Millo kommt zusammen mit einer speziellen App, mit der ihr eure konsumierten Kalorien überwachen könnt und die euch hilft, gesündere Portionen zu essen. Das Küchengerät kostet $300.